What's up, my dear sporty people? Welcome back. Heute haben wir zu Gast Svetislav Pesic. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. genau dazu komme ich gerade. Saison ist seit 2 Wochen vorbei. Seid in den Finals gekommen von der ACB. Das ist die spanische Liga. By the way, erst, muss man auch mal sagen, Basketballtrainer, Coach. Seit mehreren Jahren, mehrere Generationen hast du durchgemacht. Jetzt bist du gerade seit einer Woche hier, warst aber schon in Köln, bist ab Freitag in Tel Aviv. Also was motiviert dich nach einer Saison, die 11 Monate lang geht, die über wie viele Spiele habt ihr in der ACB? 84 Spiele. Nee, Europa-Liga. Europa-Liga, das heißt, du bist zweimal die Woche im Flieger, immer unterwegs. Jetzt bist du da, jetzt warst du wieder und jetzt gehst du nach Tel Aviv zur nächsten Coach-Klinik, kommst wieder, bist da. Was motiviert dich? Ja, also manchmal, ich frage mich auch, was ist der Sinn der Sache? Aber wie gesagt, also, ich weiß nicht, was ich anderes machen sollte. Okay. Also außerhalb fehlt mich ein bisschen Familie und meine komplette Familie wie du, deine Familie, Marco-Familie, alle sind hier in München. Wir sind in einem Dreieck in Schwabing, aber ich habe nicht viel Zeit, wie du gesagt hast, also Basketball steht jetzt im Vordergrund. Noch? Wie lange? Seitdem ich geboren bin, seit 1984. Vor einigen Tagen habe ich mich ein Journalist auch gefragt, sagte, sie haben 2 Jahre verlängert. Ich habe gesagt, ja, 2 Jahre, noch 2 Jahre, danach sehen wir. Aber wie gesagt, wahrscheinlich immer was mehr zu erreichen oder natürlich Motivation, natürlich, also ich habe jetzt eine Mannschaft oder einen Verein, die sehr gute organisierte Vereine, sie haben Ziele, die wollen was bewegen, die Mannschaft ist, die Spieler sind, wie gesagt, ganz gut, gute, nicht nur gute Basketballspieler, sondern auch gute Personen. Und ich habe keinen Stress. Also im Moment, immer wenn ich eine Mannschaft gehabt hätte, die nicht reagieren, nicht machen, was der Trainer möchte und so weiter, dann automatisch bekommst du Stress. Aber wie gesagt, jeden Tag, wenn ich zum Halle fahre, dann freue ich mich noch. Wie lange? Mal sehen. Das ist auch gerade, weil du Charaktere ansprichst. Du wirst ja jetzt auch 70, bald, ne? Ja, darüber müssen wir, in August. Da müssen wir noch darüber reden, wo wir feiern eigentlich. Ja. Das hast du noch nicht gesagt. Aber auf jeden Fall, genau, diese Charaktere. Das heißt, du wirst jetzt 70 und du bist schon seit wie viele Jahren in dem Geschäft? Seit, wie Trainer? Ja. Meine erste Saison war 82, 83. Das heißt, über wie viele Jahre sind wir jetzt? Ja, zwei, also viele. Viele. Das heißt, du hast viele Generationen durchgemacht, ja, und viele Charaktere kennengelernt. Ja. Was ist das, wie wichtig ist dir der Charakter eines Spielers, wenn du ihn auswählst? Ja, das ist die wichtigste Sache. Also es gibt die Spieler, die technisch, taktisch, individuell sehr gut sind. Also das ist eine Basis. Du kannst nicht einen oder anderen Spieler engagieren für, sagen wir so jetzt, für Barca. Oder in meiner Zeit, als ich mehr beschäftigt war mit dem jungen Spieler. Natürlich, zuerst, du siehst seine basketballischen Voraussetzungen, Qualitäten, seine Athletik, seine, wie gesagt, wie er versteht das Spiel. Aber vor allem am Niveau, Spanisch. Spanisch.
Ich bin jetzt Trainer von einer Spitzenmannschaft und dann, das versteht sich von sich selber, dass die alle gute Spieler sind, dass die Talent haben, dass sie Athletik haben, dass sie Verständnis für Basketball haben, dass sie Erfahrung haben und so weiter. Aber danach, wenn die alle so gut sind, dann natürlich sehen wir, wo er kommt, welche Basketballschule, wo hat er Basketball angefangen, wer war sein Trainer, wer war welche Familie. Das ist natürlich diese Entwicklung, wie menschliche Entwicklung, Persona, Personality. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sieht man nicht. Aber wieso ist das so wichtig? Es ist wichtig, weil Basketball ist ein Mannschaftssport, wo die, ich sage immer, natürlich ist ein Mannschaftssport, ein Kollektivsport, wo am Ende des Spiels entscheidet die Spieler und Entscheidungen der Trainer. Aber wie gesagt, das ist nicht nur, das ist, Basketball ist nicht nur, wenn das Training anfängt oder wenn das Spiel anfängt. Alles ist, alles, was davor ist, vor dem Spiel oder vor dem Training oder nach dem Training, das ist auch sehr wichtig. Also das ist entscheidend, wie gesagt, also persönliche Entwicklung. Ich habe immer gesagt, das Tag hat 24 Stunden, 8 Stunden du schläfst, 8 Stunden du investierst in Basketball, du trainierst, du reist und alles, was ein Profispieler braucht. Aber entscheidend ist nicht das, entscheidend ist, was du im Rest von 8 Stunden machst. Also wie du sein privates Leben organisierst, was ist mit deiner Education, was machst du außerhalb des Basketball, wie ist deine Familie, wer sind deine Freunde. Also das ist alles sehr wichtig, weil wir sind am Niveau, wo entscheidet eine Sekunde, entscheidet eine schlechte Entscheidung oder ein Ball, eine Situation, wo du verlierst oder gewinnst, sagen wir so, Ball. Verantwortung für dein eigenes Spiel, aber auch Verantwortung für die Mannschaft, für Kollegen, für Verein. Also das gibt so viele sehr wichtige Voraussetzungen, was ein sozusagen Profispieler braucht. Wie motivierst du deine Spieler? Das ist die klassische Frage. Also alle speziell, ja, das ist Motivation und Confidence. Ist heutzutage die modernste, wie sagt man? Ja. Man spricht. Keywords sind modern Keywords. Ja, das klar, ist Motivation mental, Confidence und mental, so weiter. So, alles. Ich sage jetzt Folgendes über Motivation. Wenn du ein Spiel verloren hast und dann du kommst bei Pressekonferenz. Und dann, ja, warum? Keiner fragt dich, warum hast du gewonnen, aber jeder fragt dich, warum hast du verloren? Dann kommt Berichte in Zeitungen oder Fernsehen, dann oberflächliche Beurteilung, Analyse, die Journalisten und diejenigen, die sagen, ja, die Mannschaft hat verloren, weil Trainer ist nicht in der Lage oder war nicht in der Lage, die Mannschaft zu motivieren. Ja, was bedeutet das? Aber keiner fragt, wer motiviert Coach. Also
Also, deine Frau. Ich lebe auch von Motivation, damit ich andere motivieren kann. Also Motivation, du kannst nicht motivieren mit großen Wörtern, sprechen. Motivation kommt, Basis ist, welche Ziele hast. Wenn du Ziele hast, dann du hast schon Motivation. Wenn du keine Ziele hast, schwer. Diese Ziele soll Trainer setzen. Also Ziele in Mannschaft, also wir wollen Meister werden, wir wollen das und das erreichen in nächster Woche, wir wollen in dein eigenes Spiel das und das erreichen und so weiter. Der Spieler muss wissen, wohin also geht. Der Spieler braucht eine Vorgabe. Vorgabe auf jeden Fall. Das ist der Basis für Motivation. Wie man entwickelt diese Confidence, dieses Selbstbewusstsein und so weiter. Das ist ein nächstes modernes Wort in dem Leben, nicht nur im Sport. Ich habe immer gesagt, Selbstbewusstsein und Confidence, du bist nicht geboren mit Confidence. Also Confidence kannst du auch trainieren. Also ich sage jetzt auch bei uns, sagen wir so, simpel zu sagen, ich kann nicht treffen, also Spieler sagt, ich kann nicht treffen, ich weiß es nicht, was ist. Ich habe kein Confidence, ich habe keine Sicherheit. Dann sage ich ihm, aha, kannst du nicht treffen? Dann komm bitte morgen in die Halle, dann nimmt eine Stunde und nimmt 500 Würfe, dann du willst sehen, dass du in den nächsten Tagen willst deinen Wurf verbessern. Das heißt, du sollst Confidence trainieren. Also das heißt, Confidence ist eine sehr, natürlich in unserem Leben, wo wir leben, ist sehr, sehr wichtig, aber es gibt die Wege, wie man diese Confidence entwickeln kann. Genau, weil du auch diese verschiedenen Generationen durchgegangen bist, was würdest du sagen, was hat sich von dem Spieler vor 30 Jahren, von dem Spieler von jetzt, was unterscheidet sich da? Was unterscheidet sich von dem Millennium-Spieler, in dem wir jetzt in dieser Millennium mit diesem ganzen Außen drum, dieses Social Media, dieses Input, diese Commercials, der Gang zur NBA wird für die Europäer immer kürzer. Was unterscheidet sich heutzutage von dem Spieler jetzt und von dem Spieler noch vor 40 Jahren? Ja, es gibt so, also das hat sich viel geändert. Also der Einfluss, also es gibt so viele Sachen, aber der Einfluss der NBA in europäischen Basketball und europäischen Sport ist sehr, sehr stark. Also NBA ist keine Frage die beste Liga, wenn wir über Basketball sprechen. Aber es gibt natürlich die Sachen, die sehr positiv sind, die man sozusagen nutzen kann für deine eigene Entwicklung, Spieler, Trainer, Marketing, Merchandising, Sponsoring, alles, Organisation, wo NBA ist an Top, sehr gut. Aber es gibt auch die Sachen, die einfach nicht passen zu unserer Mentalität erstmal. Welche Mentalität? Also Mentalität wie man Basketball hier erstmal nicht so taktisch und technisch spielt, sondern Competition-System ist ganz anderes. Art und Weise, wie man lebt in Europa und in Amerika ist ganz anderes. Es gibt viele, viele Unterschiede. Und das heißt, das ist nicht sehr intelligent, alles, was in NBA passiert, dass du einfach kopierst. Ich glaube, dass das europäische Basketball oder Basketball außerhalb der NBA oder Amerika hat sich sehr gut entwickelt. Und wie Football, Basketball ist global Sport geworden. Es ist einer der populärsten Sport
Teamsport weltweit. Weltweit, natürlich. Wenn wir über Basketball in Europa sprechen, das ist ein bisschen anderes Basketball. Die Regeln sind ein anderes. Aber wie gesagt, aber wie hat das gibt es, wie du jetzt gerade gesagt hast, diese Social Media, diese damals, als ich angefangen bin zu Basketball zu spielen oder später Trainer, dann habe ich keine Agenten gehabt, keine eigenen Manager. Jetzt du bist der Spieler ist in der Mitte und dann beeinflusst von Media, von Fans, von Zuschauern, von Eltern sind Part of der Entwicklung der Spieler, Club, Verantwortung, die du von Club hast, wie ein Profispieler, natürlich Agenten, natürlich, das gibt es auch jetzt sogenannte Individual Coaches, ja. Sie mischen sich und ich habe auch einen Spieler in Barcelona, ich wusste überhaupt nicht, er hatte einen Mental Coach, ich habe ihm gesagt, was sprichst du mit ihm und so weiter, wie kannst du mit ihm, also ich bin der beste Mental Coach in der Welt, also warum suchst du andere und so weiter. Dann hat er mir erklärt, da ist er ein sehr guter Freund, der hat studiert, der ist ein Psychologe, der auch damals Basketball gespielt hat, er versteht die Sache. Dieser Basketballspieler unter uns war ein Spieler, der immer gemeckert, ich kenne ihn persönlich, immer gemeckert, er war nie gut in Lockerroom, er war ein guter Spieler, aber nicht vorbildliche Charakteristiken gehabt und dann, er nimmt jetzt meinen Spieler. Und ist Mental Coach. Ja, er ist sein Mental Coach. Also das heißt, diese Beeinflussung an den Spitzenspieler, an die Spieler ist natürlich größer geworden als früher. Sehr, sehr groß geworden. Natürlich gibt es eine positive, aber genauso auf andere Seite auch negative Beeinflussung. Und wie gesagt, ich habe mit den Spielern, ich bin derjenige, der sehr oft mit den Spielern spricht, weil meine Philosophie war immer und ist, mein Job ist nicht nur zwei Stunden Vormittag, zwei Stunden Abend und tschüss. Noch mehr Interesse, was du machst privat. Nee, mich interessiert, was du privat machst. Also ich will jetzt nicht kontrollieren, ich will jetzt, das ist alle, ja, das sind ja alle erwachsene Leute, die haben ihre eigene Familie, aber ich will schon wissen, woher kommt Familie, Frau, deshalb in Barca, aber damals auch hier in Bayern München oder in anderen Mannschaften, wo ich Trainer war, da habe ich immer versucht, also irgendwas zusammen zu organisieren mit der Familie, mit den Frauen, nicht nur nach dem Saisonende, wo Saison ist vorbei und dann wir treffen uns alle, nee, vor der Saison, aber während der Saison, immer wenn das eine Möglichkeit gibt, mit dem zusammen zu leben, zusammen, weil wie gesagt, die Spieler ist 8 Stunden mit der Mannschaft, sage so maximal 8 Stunden, aber alles andere ist mit seiner eigenen Familie. Und das ist sehr wichtig, wie die Familie unterstützt. Wenn ich über mich etwas sagen will, wie Basketballtrainer, wenn ich meine Frau nie gehabt hätte, diese aktuelle Frau, ich glaube, sie wird noch mit mir bleiben. Wie lange, weiß man nicht. Aber wie gesagt, ich will auch wissen, wie die
Familie von meinen eigenen Spielern unterstützt meine Spieler, weil das ist sehr gefragter Job geworden. Also wenn du, wie wir gesagt haben, wenn wir 84 Spiele spielen und dann wir sind, ich habe, also ist wichtig, also meine erste, letzte Saison 2018, 2019 fängt Supercup 22. September. Und dann Saison war fertig, 23. Geburtstag meiner Frau, 23. letztes Spiel gegen Madrid-Finale. Also jetzt, also das ist 10 Monate. Ja. 10 Monate, no Pause, no Break. Weil ihr habt also es gibt kein, das ist ein einziger Wettbewerb in Europa. Dieser Wettbewerb existiert nicht im Fußball. Ja. Das ist ein Paradies. Fußballprofi zu sein, das ist ein Paradies. Ja, beim also, Fußball haben also wir Weihnachten. Also ich habe ja, Weihnachten, so. die haben so viele Pausen, Silvesterzeit oder weiß ich nicht. Wir gar nichts. Gar nichts. Okay, 24. Weihnachts, 24., 25. schon ein Spiel. Also 23. Ja. ist Training. Ja. Weil 25. ist ein einziger Tag, wo du mit deiner Familie bist. Also dazu muss ich auch kurz was sagen, weil wenn mich Leute mal fragen, dein Vater, hast du keine Daddy-Issues oder dein Vater war nie da, dann sage ich immer so, meine Mutter war eigentlich alles. Also ja. Sie war wirklich alles. Sie war, also meine, so sie hat, ich glaube auch, dass du oder wir, Marc und ich, ja. Nicht dort wären, wo wir jetzt sind, ohne meine Mutter. Ja, das ist definitiv. Also das... Also du kamst Ich habe einmal meine Frau gesagt, nachdem ich aufhöre mit meiner sozusagen Trainerkarriere in 10 Jahren, sagen wir so, ja, weiß man nicht. Hoffentlich nicht. Ich werde alle Medaillen, die ich gewonnen habe, an deinen Hals, sagte. Nee, also wie gesagt, also das Leben, das wir haben, das ist sehr, sehr sozusagen, ich sage jetzt nicht anstrengend. Anspruchsvoll. Anspruchsvoll, bravo. Das ist anspruchsvoll und wenn du keine Unterstützung deiner Familie, wenn deine Familie, deine Frau nicht dahinter steht, meine Kinder, die auch alle Sportler waren, wie du oder Marco. Und ich habe vor jetzt ungefähr 3 oder 4 Wochen, dann habe ich mich mit Marco in Belgrad getroffen. Wir haben irgendwelche Meeting. Und dann, wir setzen zusammen. Und dann, ich habe ihn gefragt, ich habe jetzt Präsident, hat mich vor einigen Tagen Präsident de Barça, Senor Bartomeu, mir angerufen und sagte, Coach, wir müssen jetzt zusammensetzen. Ich will, dass du nächste 2 Jahre bei uns weiter bleibst. Ich habe so gedacht, diese Saison und dann ist Schluss. Dann habe ich Marco gefragt, ja, was meinst du? 1 Jahr oder 2 Jahre? Dann Marco, anstatt dass ich habe erwartet, dass wir sagen, du sollst aufhören. Das reicht. Er sagte, ja, du sollst 2 Jahre, du sollst 2 Jahre nehmen. Wenn das Präsident 2 Jahre angeboten hat, du kannst nicht Nein sagen. Aber wie gesagt, ich muss auch sagen, auf anderer Seite fällt mich ein bisschen München. Ich bin seit 87 in Deutschland und ich fühle mich in Deutschland wie immer wie zu Hause. Ich habe immer gedacht, als in unserer Zeit, als wir in Berlin gelebt haben, ich habe immer gedacht, wir werden für das ganze Leben in Berlin bleiben. Das dachte ich auch. Ja. Aber hat sich alles ein bisschen geändert und wir haben ein neues Domizil gefunden wie München. Ich
ich weiß nicht, ich bin jetzt zwischen Belgrad, München und Barcelona, aber ich habe gewartet, dass ich endlich wieder in München bin. Und noch mal kurz, du sagst ja auch, dass du bist nicht nur Coach, physical, sondern auch mentally. Also du redest auch viel mit den Spielern und das weiß ich auch selber. Also früher, als wir auch klein waren oder jünger waren, ich kann mich erinnern, Marienfelde in Berlin, waren immer irgendwelche neuen Spieler, die kommen sind. Mama hat immer für die Essen gemacht, saßen sie alle bei uns, haben wir auch immer zu Hause eingeladen. Und das war halt, ich kannte das nicht anders. Also es gab immer, also dieser Bezug zu den Spielern war auch außerhalb, off the court, war halt immer da. Aber was würdest du sagen, in den ganzen Jahren, was war deine mentale schwächste Leistung, die du abgeliefert hast? Also was war für dich selber persönlich das schlechteste Jahr? Also das schlechteste Jahr, nicht vom, weil oft denkt man ja auch, man gewinnt Siege, aber trotzdem sind manche Siege auch wie Niederlagen. Aber verstehst du, was ich meine? Aber wo war für dich, wo du sagen würdest, das war kein gutes Jahr, weil wenn man deine Vita anguckt und alles anhört, war immer alles super positiv. Also, aber was würdest du für dich selber sagen, was war für dich das schlechteste Jahr, für dich selber? Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube, es ist kein schlechtestes Jahr. Also, vom Gefühl her? Vom Gefühl, also typisch deutsch, immer negativ. Also, was? Was ist noch? Ich sage dich. Also, mich interessiert das jetzt, weil ich also einfach wissen Ich kann mich richtig, also ich kann mich ehrlich... Weil keiner ist ja perfekt. Du bist ja nicht perfekt. Nobody is perfect. Perfekt, ja genau. Ja, genau, aber jeder will perfekt sein. Also, natürlich, das heißt, aber deshalb, was? Du denkst nicht über die Sache, die... natürlich, die waren Enttäuschungen, die waren, du verlierst das Spiel. Also eine oder andere Spieler hat deine Erwartungen nicht erfüllt. Das war natürlich die Sache, das war einmal, also wieder wäre meine Frau ein Beispiel, wir haben ein Spiel verloren und dann ein Spieler, der ich gecallt habe und keiner wollte ihn, aber ich habe gesagt, nee, ich will ihn. Dann hat er mich Präsident und General Manager gefragt, ja, wir haben mehr Geld, wir sollen bessere Spieler holen, warum willst du ihn haben? Ich habe gesagt, also ehrlich zu sagen, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass er passt in meine Mannschaft, in meine Philosophie und so weiter. Ich habe so viel investiert in ihn, ich habe ihm geholfen, ich habe alles gemacht, aber am Ende, er hat nicht viel zurückgegeben. Und dann, das habe ich ein Spiel verloren, dann nach dem Spiel, ich habe mit meiner Frau Abend spazieren gegangen und dann, ja, Vera, meine Frau, deine Mutter hat auch Basketball gespielt und sie versteht schon, was bedeutet, wenn du gewinnst, wenn du verlierst. Ja, wir haben nicht viel über Spiel, aber am Ende natürlich, ich habe geweint, ich brauchte einfach eine Person, sozusagen meine Gefühle, meine Enttäuschungen zu teilen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, bei ihm oder so, und Vera sagte, das reicht nicht mehr. Ich kann das nicht weiter zuhören. Ich habe gesagt, ja, was ist das Problem? Was ist dein Problem? Sagte, ich frage dich nur, wer ist sein Coach? Ich habe gesagt, wie ist das Frage? Ich bin sein Coach. Dann sagte Vera, du bist Coach, dann trifft Entscheidungen. Also nach dem Motto, ja, was willst du mich jetzt erzählen? Bei ihm erzählst du 10 Minuten, 15 Minuten deine Enttäuschungen, deine Gefühle. Du bist Trainer, du sollst Entscheidung treffen. Wegspieler, er spielt nicht mehr. Vertrag, wie gesagt. Läuft aus, bla. Ja, oder so. Aber wie gesagt, das waren natürlich die Tage, wo man nicht immer zufrieden ist. Aber das gehört dazu, wie die Deutschen sagen, es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Mhm.
and the coach or and Trainer oder sagen wir so Führungspersönlichkeiten sind da, Entscheidungen zu treffen und Lösungen zu finden, und das ist das, was selber dich entwickelt. Also du bist mit der Sache und dann du findest Entscheidungen, und vor allem du hast spezielle Position, weil du bist derjenige, der Verantwortung für andere. Es gibt viele Leute, die nicht in dieser Situation sind. Also das heißt, das waren schon Enttäuschungen, aber wie gesagt, wenn ich ein bisschen zurückblicke, also das war alles super, alles soll weiter so bleiben. Wo siehst du dich in 10 Jahren? In 10 Jahren wahrscheinlich noch in Basketball, of course. Aber in Basketball sowieso. Ich habe nur ein Problem, weil wenn ich wusste, dass Basketball mich nicht fällt, nachdem ich Entscheidung getroffen habe, aufzuhören, dann würde ich sofort aufhören. Aber ich habe Angst, nachdem ich Entscheidung treffe, ob ich gute Entscheidung getroffen habe oder nicht. Aber wie gesagt, also vor allem ist wichtig Gesundheit. Also das ist jetzt, wie alle anderen sagen. Und dann, ich sehe mich mehr die Familie, Part of the Familie zu sein, Teil der Familie zu sein, ein bisschen 20, mehr, 30 Jahre. Mehr zu investieren, mehr Zeit mit der Familie zu bringen. Oh Gott. Ja. Das ist nicht lustig. Verbringen, ja. Ja, das ist super. Vielen Dank. Okay. Danke dir. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.